Wisst ihr was? 2 Minuten zu früh. Ich rufe alle Leute an. Ich bin der Erste, der jetzt anfängt. Ich eröffne den Call-Chat. Es ist soweit. Ich tue es. Servus. Können Sie mir bitte erklären, was Hallo? Diese Chore-Produkt das geht, Bro. Wie geht's schon los? Hallo? Nö. Man hört ihn nicht. Scheiße, Leute, wieso hört ihr nichts? Hallo? 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 Leute, hört ihr jetzt was? Nein. Wir oder die Leute im Stream? Nein, scheiße, die Leute. Hallo? Hallo? Keiner hört was. Hast du vielleicht falschen Kopfhörer ausgewählt oder so? Ich weiß es doch nicht. Ey, geh mal bei Discord unten auf dieses Zahnrad. Links, unten. Dieses Zahnrad, ja. Und dann auf, scheiße, einen Moment. Auf Sprach- und Videochat. Sprach- und Videochat. Und dann bei Ausgabegerät muss da das Richtige drin sein. Was auch immer wo ist denn ist. Sprach- und Videochat? Bisschen weiter unten. Das. Bisschen weiter unten. Links in der Mitte irgendwo. Ah ja, das habe ich. Und dann bei Ausgabegerät machst du dein Aussprach. Also was auch immer dein Ausgabegerät ist. Mein Mikrofon oder was? Nee, dein Kopfhörer. Warte, die Leute hören uns nicht, oder? Genau, die hören euch nicht. Ja, genau. Dann musst du bei Ausgabegerät musst du den Kopfhörer. Also das ist, was du da, wo also dein Kopfhörer auswählen. Oh mein Gott. Fuck, hallo, Noway. Ich weiß nicht, ob hallo, Kevin. Ich liebe eure Leak-Streams aktuell. Fucking nice, Mann. Ich habe einen Clip gesehen, dass du jetzt mit Isa zusammen bist. Habe ich auf Twitter gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Glück euch. Ey, danke dir. Ich höre irgendwie gar nichts mehr. So. Die Leute sind so dumm, Digga. Man macht einmal was zusammen, Bro. Dann das ist crazy. So du kannst dumm. Wahrscheinlich im selben Raum mit einer Frau sein, ne? Ah, ja, schon dumm. Hallo, hört mal auf damit. Nein, ich höre euch wieder. Zu dem Satz reingekommen, man kann nicht mit einer Frau in einem Raum sein. Jungs, es freut mich, hier zu sein. Ihr seid alle super. Naja. Hi, hallo. Sind wir alle pünktlich? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, noch nicht ganz. Ich weiß nicht, ob Julia es hinbekommt, dass Julia, also, dass wir die hören. Hallo, Revinzeit. Hallo, Kevin. Moinsen. Leute, ich bin wirklich lost. Aber, also, guck mal, die hören dich jetzt über, du musst deine Kamera erstmal ausmachen. Ja, meine Kamera habe ich ausgemacht. Das wird noch so lange dauern, Chat. Aber man hört sie. Bei das Dings wird noch aktivieren so fucking lange dauern. Ich habe sie deaktiviert. Moin. Bei Discord an- und ausmachen die Kamera. Ach so. Ah, ja. From the screen to the ring to the pen to the king. Ja, wir sehen dich. Okay, aber das Problem ist halt, die Leute aus deinem Stream, Julia, die hören halt uns nicht. Lauter. Die sagen alle lauter. Das ist so leise. Ja, Discord muss lauter. Okay, warte mal. Wir müssen kurz als kleine Überbrückung was gucken, was mir Feist anscheinend bei WhatsApp geschickt hat. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hasse Feister. Feister hat mir das hier geschickt und meinte, genieße. Einfach nur das hat er geschickt und genieße. Talktour, Papa Platte Stream, Lunchlee, Digga, und ein Prank Bros Video. Ey, ich sag dir, es fehlt eine einzige Sache, Feister, dass jetzt hier nochmal so ein fettes Prime steht oder so. Digga, das wäre so krass. Digga, Feister meint, er hat schon versucht, online irgendwo ein Lunchlied zu bestellen. Oh mein Gott, Digga. Ach, herrlich, wirklich. Hacken sich 20.000 Leute deinen Computer ein und dann ist vorbei. Okay, mach ich nicht. Aber keinen Druck an der Stelle. Ich hab gerade schon meine halbe Handynummer geleakt, also passt schon. From the screen to the ring. Das ist auch der Klassiker, man ist kein Streamer, wenn man nicht einmal seine Adresse auch einfach geleakt hat. Das das gehört dazu. Ganz kurz, in welchem VOD kann ich das bei euch nachgucken, Antonia und Kevin? Oder wenn ich Ronny Berger in meiner Mülltonne finde, zünde ich die an. Ey, wie war's in der Mülltonne, Großer? Das ist geil da, ich sag's euch. Ich hab so einen Clip gesehen, wo so jemand reingekommen ist. Vor allem ich hatte da so einen Schlitz in dieser Mülltonne. Von außen konnte man mich nicht sehen, aber ich konnte alles, was draußen war, sehen. Ja. Und sie ist so gekommen. Loch rein. Nein, sie kommt nicht zu mir. Nee, sie kommt nicht zu mir. Und sie geht so. Und ich wusste nicht, was man dann sagt. Was sagt man denn dann? Sorry. Gib ruhig. Ich krieg das hier hin. Was hat die gemacht? Hat sie sich einfach erschrocken und ist dann weggegangen? Die hat so aufgemacht und so, oh mein Gott, why? What the hell? Da war die auf Englisch so, sogar? Ja. Oh mein Gott, die Arme. Ey, Hugo, geht's dir gut soweit, oder? Bro, man hört schon, man hätte der Frau in dem Moment gesagt, dass da einfach ein Typ gerade vor ihr sitzt in dieser Mülltonne, der wahrscheinlich seine 10.000 Euro im Monat verdient. Ich glaube, damit hätte sie auch nicht gerechnet, oder? Aber was glaubst du, hat sie von mir gedacht? Dachte sie, ich bin ein Obdachloser, der schläft und ich bin einfach nur ein random Typ? Ich glaube, Obdachloser. Oder random oder Typ. Es ist Berlin. Ja. Es könnte alles sein. Ey, Hugo, Tag 1 Sellout-Stream, Bro, würdest du sagen, es geht dir noch gut, oder? Okay, alles klar. Er redet schon wieder nicht, er macht schon wieder den Curl mit, Alter. Alles klar, ey, perfekt.
Hallo? Ich komm gleich hallo. Wieder. Hallo. Hallo, hallo wieder. Kopfhörer. Bin ich der allerletzte, der fehlt? Ja. Oh, das ist ja jetzt peinlich und scheiße. Wo muss er denn die Kamera angeben? Wo braucht ihr die? Ob wir deine Cam brauchen? Ja. Wäre vorteilhaft. Ich sag's euch, die 15 Minuten, die ich eingerechnet habe, Chat, damit wir fertig werden, on top, die waren noch gut gemeint, Bro. Es wird eine halbe Stunde dauern, Digga. Es ist eine halbe Stunde, Bruder. Wartet, Leute, ich bin gleich wieder da. Jo, kein Stress, gar kein Stress. Nee, wie läuft der Grind? Welches Nein, auf bisschen Ernst. Wir sind alle Chaos. Wir haben immer noch Leute ihre Cam nicht an. Ist wirklich kein Stress. Ja, frag mal Ronny, wann wieder Football-Training? Der Dümmste fliegt jetzt immer 18 Uhr. Termin fängt immer 18, keine Ahnung, 18, 15. Hallo, Noe. 20. Hey, Kevin. Grüß dich. Es geht. Wer zur Hölle ist der Glöckner? Das ist Hugo. Bruder, warum heißt du so? Das frag mich über am Ende das mal. Ist so, ich dachte, ich lass das. Hugo, wie geht's dir denn heute? Wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut. Okay, cool. Ich würde so sagen, mir geht's heute so 7,5 aus 10, aber weil wir heute dieses Format machen, 1 besser, 8,5. Oha, das freut mich. Cool. Ja, immer geil, immer geil. Aber wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Okay, 3 aus 10. Ja, Hugo postet immer so Stream-Ankündigungen, wo man wirklich denkt, der Junge verstirbt halt in den nächsten 5 Minuten. Das ist so krank. Was ist? Du postest so Stream-Ankündigungen, wo du mir wirklich einfach leid tust. Das ist halt crazy. Ja, ich schalte auch immer ein aus Mitleid. Von welchen Stream-Ankündigungen redet ihr? Jede von dir. Ja, das sieht immer aus. Ich finde, deine Stream-Ankündigungen sehen immer so aus. Allgemein deine Insta-Stories sehen immer so aus, als hättest du gerade so richtig intensiv gekackt. Ja, ich habe ja, auch Insta-Stories. Okay. Und als wärst du so vor 10 Minuten aufgestanden und nur ein Auge ist so offen. Ja. Ja, doch, check ich. Check ich. Ey, Ronny, kurze Frage. Hast du dein eine Woche da obdachlos abgebrochen, weil du Blut gekackt hast, oder hast du es durchgezogen? Nee, ich habe abgebrochen, weil ich Blut gekackt habe. Ehrlich, waren Hämorrhoiden. Was war's? Hämorrhoiden, oder? Weiß ich noch nicht. Halt mich mal auf dem Laufenden. Ist noch in der Untersuchung. Was sind das für Gespräche hier? Was? Nee, mich interessiert das einfach. Normal ist das Streamer-Gespräch auch. Ja, ich kenne das Problem. Da hat man erstmal Angst, aber meistens sind es nur Hämorrhoiden. War das Blut hell, was du ausgeschissen hast? Ja, normal, ja. Würde ich sagen. Ja, also, ja, relativ hell, frisch wahrscheinlich. Ja, frisches Blut. Ja, ist wahrscheinlich ganz frisch. Frisch aus dem Darm, ja. Ey, mein Teerstuhl ist immer gefährlich. No way, du brauchst dich hier nicht, du musst jetzt hier nicht den machen. Du hast jetzt hier gerade als ersten Satz gesagt, man kann nicht mal mit einer Frau im Raum sein oder irgendwie sowas. Ja, aber das freies Zitat. Ach, herrlich. Ja, no way, glaube ich auch zum ersten Mal, weil der Dümmste fliegt, oder? Ich habe richtig Angst, tatsächlich. Ich habe extra Julia ist auch zum ersten Mal da. Oh. Gerade die Edelcrab-Folge gehört, fühle mich jetzt wie er hier. Sie hat sich anscheinend bedroht gefühlt von jemandem und muss irgendwas in Ordnung bringen. Ich finde das Dominik hat Dinge gesehen, Bro. Holy shit, ey. Holy shit. Also, es ist so, ich habe so beim hausärztlichen Notdienst angerufen und dann meinte sie so, ja, haben Sie denn irgendwie besonders ballaststoffarm gegessen in letzter Zeit? Ich so, ich habe gestern viele Dinge gegessen, die auf dem Restetablett bei McDonald's lagen. Das war meine Antwort. Liebe Zeit, du bist ja einfach hingegangen und hast die Essensreste inhaliert. Ja. Scheiße. Keine Ahnung, was die alle hatten. Ich dachte, die Deutschen sind gesund. Krass. Was hast du sonst noch so gegessen in der Woche? Oder in den, wie lange warst du? 5 Tage? So wie Hugo damals? Oh Mann, Hugo, was ist das, Digga? Mann, Bro. Ist das schlecht. Ich habe 4 Tage geschafft. Also einer weniger als Hugo. Ja. Und das Krasseste war, beim Dönermann am Rosenthaler Platz zu fragen, ob er mir eine Pommes geben kann. Und er hat mir einen richtig fetten Döner gegeben. Boah, korrekt. Boah, beim Rosengrill beim Rosengrill, da war ich immer essen. Ja, ich glaube, ja. Digga, der ist auch lecker, ne? Der war so gut, ja, der war so lecker. Ich war da voll auf nach dem Stream, Digga, der ist übergeil. Bro, ja. Alter, Shoutout Rosengrill. Kostenlos. Kostenlos, Shoutout Rosengrill. Und dann bin ich eine Straße weiter zu so einem Donutladen und die haben mir so eine Box voll mit Keksen gegeben. Boah, aber so, bist, geil, du so am Ende, bist du so am Ende des Tages gekommen? Ja, ja, boah, korrekt, ja. Korrekt, Digga. Ja. Korrekt. Hätten die wahrscheinlich eh weggeworfen, aber korrekt trotzdem. Boah, das ist ja geil. Also ich meine, also es gab auch welche, die meinten so, nö, dürfen wir nicht machen. Ich bin zu McDonald's, meinte so, jo, könnt ihr meine Flasche auffüllen mit Leitungswasser? Die so, nee, dürfen wir nicht rausgeben. Boah, das finde ich aber krass. Leitungswasser, Digga. Ja, aber geil. Also meinst du, du hättest gepackt, hättest du da nicht die Scheiße mit Blut gekackt? Ja, ich glaube schon. Also ich war am Abend vorher, ging es mir richtig übel. Ich hatte so den ganzen Tag Kopfschmerzen und mir war schlecht. Und dann hat mein Kumpel Knirps angerufen, meinte, jo, ziehst du weiter durch, wenn ich mit dir eine Nacht übernachte. Und dann ist er gekommen, hat mit mir eine Nacht übernachtet und dann ging es mir gut. Und dann war ich am Start. Er hat mich nicht gerettet, aber dann habe ich Blut geschissen. Ja. Die Nächte sind wahrscheinlich am schlimmsten, oder? Ja. Ja, kommt immer auf den Spot an. Ja?
Weil das Schlimmste war. Offen, oder? Du schläfst einfach offen, da kann er, also kann man überhaupt schlafen da? Ich hätte ja. deine Cam anmachen, Julia. Ja. Und also bei Discord. Ja, warte, ich hab's gleich. Bestimmt. Und dieses Interface hast du drin, ne? Da, wo steht so Zeit abgelaufen. Die probieren es immer noch. Ja, ist das krass. Mhm. Weiß nicht, Leon tut gerade irgendwas. Revi ist einfach nicht. Kompetenzteam. Ja. Der ist dran. Oder ich bin ja geistkrank inkompetent, das ist das Ding. Ich hab gar nicht am Hut. Ronny, hattest du nicht Angst? Leon, hast du's? Ja. Das ist meine Frage. Ja. Hast du Angst, wenn du da ich hätte Todesangst. Also erstmal, ich hab mit Mark Big Danke. Geredet. Ich hab ihn gefragt, kannst du Security organisieren für mich? Für die Nacht. Nacht. Brauchst du. Mach mal dein Cam an, Julia. Und das hätte so insgesamt, ich glaube so Holy shit. 4.000 ja. Euro gekostet. Boah, okay. Und dann dachte ich, auch so nicht so. Ja. Ja, halt so, ja, so, das wäre quasi, war so der günstigste Deal, der ging irgendwie. Und dann habe ich überlegt, so mit ein paar Leuten geredet, und dann war es so, ja, so 6 Tage draußen ohne Geld und dann für 4.000 Euro Security buchen, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Dann dachte ich, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Jemand klaut alle meine Sachen. Du bist kommt ja niemand, der mich absticht, oder? Bro, das ist crazy. Wenn ich gewusst hätte, also, wo also auch von so Livestreams ist schon krass. Ja, Bro, das ist crazy. Das hätte ich mich niemals getraut. Da kann ja jeder. Aber ich sag ehrlich, ich mach das nicht mehr. Ich würde das nicht mehr nochmal in Deutschland machen. Also ich würde das, glaube ich, nochmal machen, aber nicht in Deutschland. Genau. Auch wegen diesem Stream-Server-Ding. Weil da eine Sache. Ich am meisten Angst, Bro, dass halt irgendein crazy Arzt aus dem Stream kommt, vor allen Dingen in der Nacht, wenn du es nicht mitbekommst. Ja, also bei dir oder No Way wäre vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, so, weil bei mir dann nicht ganz ja, Kevin, so. Bei Kevin können wir es halt krank nachvollziehen, haben. Wenn den jemand abstechen möchte. Aber. Hier probiert's nicht. Aber das war halt so eine krasse Sache, die passierte so Streamsider-mäßig, wo ich wirklich dachte, okay, scheiße, alle haben recht, die mich gewarnt haben. Ich war in dieser Mülltonne, zu, komplett dunkel, man hat nichts gesehen von draußen, kommt so ein Typ, klopft, klopf, klopf, klopf. Ronny? Ja, ich wollte dir diese Real-Life-Donation geben, hier, 2 Euro. Ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit, ne? Und wenn der was Böses von dir will, ne? Der kann ja auch nicht in die Tonne umkicken. Ich bin vorher 15 Minuten in den Clips gewesen, so, damit so Kamera aus, damit niemand sieht. Ah, okay, sieht, das wollte ich nämlich fragen. Du hast einfach komplett Screen gehidet mit Absicht, damit niemand weiß, in welche Mülltonne du gehst. Ja, so wirklich so 15 Minuten. Boah. Und dann, nach einer halben Stunde, klopft dieser Typ. Ja, aber safe hat er dich schon, vielleicht wohnt er da oder hat halt vorher, ist die hinterher oder so. Er meinte, er hätte die gefunden, weil ich ganz am Anfang, als ich da drin war, um das so ein bisschen abzudecken, da so ein Stück Pappe an so eine Stelle gemacht habe und dann hatte diese Pappe so von außen gesehen und das war bei den anderen Mülltonnen nicht und dann so diese Mülltonne gefunden, so, Bro, so ganz komisch. Aber was machst du denn, wenn die Mülltonne geleert wird und du bist da drin? Nächster Tag, Feiertag. Okay, oder 6 Uhr Wecker. 6 Uhr Wecker. Funktioniert auch. Aber stell dir mal vor, du bist einfach geleert, so. Das ist wirklich tot. Weil in diesen Abführ, in diesen Müllautos ist ja schon so eine Presse drin. Ja, du bist schon tot. Alter. Aber das ist kranke Scheiße, Ronny. Das ist wirklich. Bruder, das würdest nur du machen, Digga. Kein anderer in Deutschland macht das. Hugo? Ja, Hugo, maybe. Aber Hugo würde sterben dabei. Hugo würde du wärst der Einzige, der es überleben würde. Ich würde auch keinen Timer stellen. Ja, Hugo würde abbrechen. Okay, Leute, kurz nebenbei. Kannst du das nicht, außer Revi, noch niemand auf der Seite da eingeloggt hat, die ich reingeschickt habe? Ich auch. Schon lang. Robin. Also ich bin noch nicht als Spieler beigetreten, sehe ich gerade. Das müsst ihr noch machen. Wir sind alle schon drin. Ja. Ich auch Was passiert, wenn ich vote? Wir voten dann halt immer den dümmsten raus und dann der den meisten Votes. Kann ich jetzt schon, ich kann jetzt hier schon auf den Button drücken. Nee, noch nicht mal. Platte drücke. Nee, hallo. Okay, nichts passiert. Ist das krank, wirklich? Ich hab getestet, nichts passiert. Ist das krank, Ronny? Hey, Freunde, okay, wir sind ein Team heute, bitte. Das ist crazy, wirklich. Julia, bist du auch schon auf dieser Seite eingeloggt, die ich reingeschickt hatte? Okay, geil. Hast du schon als Spieler teilgenommen? Du musst dann und Overlay drin ist, müsstet ihr jetzt unten so eine Liste sehen von. Ey, soll ich Chat irgendwo hin klein machen oder erstmal aus, bis einer rausfliegt und Platz ist? Machen wir erstmal aus, bis Platz ist, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Auf Zabex passt schon. Okay, perfekt. Das ist richtig. Ja, perfekt, das passt. Okay, herrlich. Wo soll was stehen? Achso, geil. Wir haben das jetzt mal so angepasst, weil sonst sind ja die Namen so oft immer falsch. Deswegen haben wir jetzt einfach allgemein das Overlay einmal so gemacht, dass es bei allen gleich ist. Und es sollte eigentlich dann passen. Revi, alles gut bei dir? Wieso meldest du Snowway gerade? Ja, ich habe hier Dings an der Decke. Okay. Sonst geht's, ja? Alles gut. Ja. Ey, Julia, kannst du mal ganz kurz was sagen? Ja. Okay, passt. Hallo? Nee, ich habe dich nur lauter gemacht, deswegen. Ach so. Easy. Kannst du einzelne Menschen lauter machen? Ja, du kannst einfach Rechtsklick machen auf die Kameras und dann... Deswegen schreiben mir alle die ganze Zeit, ich soll Ronny leiser machen. Ich denke schon so, wie?
Na, schön auf null. Nee, Benutzerlautstärke. Ach, was krass, machst du das da unten? Auch. Achso, nee, was machst du mit der scheiß Banane? Was machst du mit der scheiß Banane? Ich fühle mich hier nicht sicher. Ja, können wir tauschen? Ja. Können wir bitte tauschen? Sei froh, dass du nicht in Köln wohnst. Den League-Arsch würde ich mir holen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten mal rein, oder? Hast du gewonnen? Warte, das muss ich nur kurz klären. Was genau? Oh, da ist seine League-Runde, hat er sie doch gewonnen? Achso, nee, war ein Viewer-Game, was ich noch zu Ende schauen musste. Ah, schade, das ist crazy. Ey, du musst auch Fullscreen machen, Julia, ja, oder so geht auch. Ja. Ey, ich habe gerade euer Friseur-Video gesehen, das war sehr witzig, by the way. Jetzt wollte ich noch kurz sehen. Danke, Bruder. Also, wir erklären kurz das Format, weil heute sind drei Leute dabei, vier Leute, glaube ich, die noch nie Dead Imps League gespielt haben. Mann, ich glaube, Zabex, du warst auch noch nie dabei, oder? Ja, na klar. Doch, ja, letzte Runde sogar. Ja, stimmt, war das die letzte? Dieser Bass. Ja, super random zwischendrin. Mir ist letztens aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt cringe für dich ist, aber du warst einfach bei einem Format von mir dabei vor irgendwie 3 Jahren. Ja, ich weiß. Hat Henke mich eingeschleust. Wie war das? Da habe ich irgendwie kleine Streamer eingeladen. Guck, was mit dem jetzt los ist. Kleine Streamer und einer gewinnt 1000 Euro oder so war das. Und da gucke ich da in dieses Video rein, dann sitzt da auf einmal Zarbex-Ding. Ja, das war geil. Ich habe mich so geärgert, dass ich nicht ins Finale gekommen bin, weil ich hätte mich bei allen unbeliebt gemacht. Ich habe das Geld mitgenommen. Es war doch irgendwie, dass man sich so einigen sollte, dass das so aufgeteilt wird entweder oder einer reinfickt und alles mitnimmt. Genau, es waren zwei Leute und man... Hey Leute, danke für die 2 Follows, die gerade reinkamen. Ihr seid wirklich die Allerbesten. Es wäre wirklich geil, wenn jetzt mal jemand langsam donaten könnte, weil mein Sellout-Stream geht gleich zu Ende. Dankeschön auf jeden Fall für den 1 Euro. Das war auch so. Der hat das so gemacht und er hat auch voll Hate kassiert. Ich habe mir diesen Plan so im Kopf zurechtgelegt. Hey, warte mal, Toni, bist du gerade nicht am Stream? Nee. Hä? Ich mache nur eine Aufnahme, Leute. Ich mein Gott, du bist YouTuber wie ich. Wie cool. Ich gönn's euch einfach. Hier, ich gönn euch den ganzen, der dürfte Flieg-Zuschauer. Toll. Okay, also, danke. Weil 3 Leute neu bei dem Format sind, erklären wir das jetzt einmal hier. Also, ihr solltet hoffentlich dieselbe Reihenfolge an Leuten haben wie ich. Also erst Hugo, dann Julia, dann No Way, Kevin. Ist das bei euch auch so die Reihenfolge? Ja. Ja. Gut. Nochmal, kannst du nochmal die Reihenfolge? Hugo, Julia, No Way, Kevin, Romadra, Revi, Ronny, Zabex. Und dann geht's wieder bei Hugo los. Zabex, bei mir ist es anders. Bei mir ist anders. Dann müssen wir uns das einmal einfach merken. Also Julia, du kommst nach Hugo. Nach Julia kommt No Way. Nach No Way kommt Kevin. Nach Kevin kommt Romadra. Nach Romadra kommt Revi. Digga, was machst du? Das sieht so widerlich aus. Banane, nach Revi kommt Ronny. Und nach Ronny kommt Zabex. Und nach Zabex kommt wieder Hugo. Das verwirrt mich jetzt schon, ne? Du musst einfach nur merken, nach wem du kommst. Du kommst wann nach darf ich kommen? Revi, du darfst nach Romadra kommen. Okay. Meinst du mich? Ja. Ich muss nach Hugo kommen. Ja. Okay. Nee, nach Ronny. Nee, nach Ronny. Ronny abkommen, okay. Ja. Und ich bin jetzt schon gekommen. Nach dir kommt Hugo. Aber ich versuche es auch vorher zu sagen, dann könnt ihr es hoffentlich merken. Es gibt immer einen Timer, der geht so 2-3 Minuten. Der geht so 2-3 Minuten und ihr kriegt immer abwechselnd Fragen. Von schweren Fragen über leichte Fragen, generell so Allgemeinwissensfragen bis Popkultur, was auch immer. Die müsst ihr beantworten, so gut wie ihr könnt. Und am Ende... Bro, zum Glück kenne ich das Format schon. Ich habe Real Talk 0% zugehört. Gar nicht danach, wer am meisten falsch oder am meisten richtig hatte, sondern wer hat in dieser einen Runde die dümmste Antwort gegeben. Ihr votet, ihr könnt euch auch vorher theoretisch besprechen. Ihr könnt auch sagen, wenn ihr votet und dann jemand anderen voten, macht es, wie ihr es wollt. Ihr votet und die Votes werden danach auch offengelegt. Also es ist nicht komplett anonym. Die Person, die die meisten Votes hat, die verliert ein Herz. Ihr habt alle 3 Herzen. Wenn ihr 0 Herzen habt, seid ihr raus. Und das Video kann Zabex morgen dann hochladen, richtig? Am besten heute noch. Super. Live-Katastrophe. Okay, dann ist man auch komplett raus. Also da muss man hier den Chat auch verlassen quasi. Muss da ist man raus. Account löschen und nach Madeira ziehen. Crazy, okay. Muss auswandern nach Madeira ziehen. Du darfst doch mit niemandem von uns überhaupt mehr reden danach. Ja, okay. Hugo hat die Häufe verloren. Kurze Frage. Ja, dann danke, dass ihr mich für die nächsten 3 Minuten aufnehmt. Ey, passen wir das Overlay noch an? Ich weiß nicht, ob es bei mir... Pistole, guck mal, der Stock. Also bei mir ist das Overlay noch unten alles. Ist das gewollt? Ja, wir haben das jetzt so gelassen, weil ja bei allen Discord unterschiedlich ist. Und dann war es irgendwie low-key immer bei allen falsch. Deswegen haben wir es jetzt einfach für alle unten hin. Aber okay, weil ich bin da noch nicht, deswegen. Genau. Aber ich kann auch gehen direkt. Ja, wir haben Kevin ist der dümmste, Leute, das war's. Jo, Leute, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich glaube, das ist ein privates Ding von Robin gegen dich, weil du hast vorhin auch schon in der Auswahl gefehlt und jetzt fehlst du nochmal da unten. Also ich glaube... Dann weiß ich ja, wo ich bin. Nee, ist alles gut. Nee, alles gut. Ey, Hugo, kurze Frage. Warum hast du in den Fluss reingeschissen, aus dem alle getrunken haben? Ey, spoiler mal nicht. Hugo, kurze Frage. Warum stirbst du in Folge 4 fast?
Oder warum hast du dich irgendwo anders hingekackt? Du hast einfach in die Trinkwasser. Ich muss muten, ich kann das nicht hören. Ich will es nicht wissen. Ich will es noch sehen. Das ist crazy. Wir müssen noch warten. Wir müssen warten, bis Hugo fertig ist mit Reden. Du weißt doch eh alles. Nee. Ich weiß nur, dass Hugo an Tag 3 stirbt, ansonsten weiß ich noch nichts. Gegen die Booster-Impfung gesagt. Das ist so krass. Hör mal auf zu spoilern, bitte. Also ich muss nur sagen, das war die längste, die Szene hat sich eingefühlt, das für die 10 Minuten. Die war wirklich, war einfach eine schreckliche Szene, auch einfach zum Anschauen, sage ich, wie es ist. Ja. Also, vor allem, es gibt in einer Folge, wo Joe über den Fluss... Ich muss das muten, ich darf das nicht hören. Das tut mir leid. Wenn ihr das hören wollt, tut mir leid. Aber ich will das noch gucken. Wir gucken das noch im Stream zusammen. Ich will das nicht. Digga, die reden hier auf einmal, Bro. Ich wusste nicht, dass ich zum großen Seven vs. Wild Podcast eingeladen wurde. Vor allem, was ist da passiert, Bro? Was beschreibt Ronny hier gerade? Also anscheinend hat Hugo in irgendeinen Fluss reingekackt, aber no joke, was ist danach passiert? Hat Joe auch in den Fluss gekackt? Uns dann in Stückchen geteilt, Bro? Was in Gottes Namen passiert da, Bro? What the fuck, Digga? Bitte kurz wirklich sagen, wo du die Kacke hingetan hast. Ah, fuck, Bro. Ist das krass. Ich muss das muten, Real Talk. Ich habe es bis jetzt geschafft, alles weiter zu skippen. Bro, wir müssen das. Wir müssen. Ich werde einfach noch mal kurz im muten. Alles weggespült wurde. Nee. So. Wir müssen noch warten. Real Talk. Wir fangen an. Nee, ich will das noch bitte ausdiskutieren. Lass anfangen. Okay. Kurz, letzter Spoiler, Kevin hat 14 Tage gemacht. So. Ah, da habt ihr mich. Ich war auch da. Sekunde. Sind die Schwagen schwierig? Also, die Schwaben. Egal, lass. Ey, Romatra ist ja auch hier. Ja, was geht? Geil. Wir sind seit 15 Minuten im Call. Nice.